MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, Freunde, heute gibt's mal ein krasses Clone Wars Ranking, die krassesten Clone Wars Momente. Und vorab, ich weiß jetzt schon, dass manche da reinschreiben werden, da fehlt noch was und da fehlt noch was. Aber erstens, ich habe schon ein Ranking gemacht, einfach mal in die Infocard jetzt vorbeischauen. Und ich kann ja auch natürlich auch nicht alle reinmachen, deswegen könnt ihr gerne noch welche reinschreiben, die ihr da reinnehmen würdet. Dann könnte ich auch noch einen zweiten Teil machen, wenn ihr wollt. Schreibt dazu einfach mal Feedback rein. Ansonsten würde ich sagen, gönnt euch Popcorn und hauen wir rein. Der Umbara-Plot. Also dieser Ponkrell hat schon was, besonders mit seinen ganzen Armen. Die sind in manchen Situationen sicherlich recht praktisch, ne? Er gehört ja auch derselben Spezies an wie Dexter aus Episode 2. Blöd nur, dass er auch der dunklen Seite verfällt und dann in Kontrolle der 501. Legion gerät und die Jungs einfach mal ordentlich gegeneinander aufhetzt, ohne dass sie es wissen. Als Konsequenz daraus stirbt er aber auch nicht so den epischen Tod, ist aber auch recht lustig anzusehen, wie Rex ihn da so einfach abknallt, während er Scheiße labert. Ich sagte, auf die Knie. Ein gutes Gefühl, nicht wahr? Aber ich kann ihre Angst spüren. Sie zittern. Habe ich recht? Worauf warten sie denn noch? Die Umbaraner kommen immer näher. Ich muss es tun. Sie werden es nicht können. Stimmt doch. Irgendwann muss man das Richtige tun. Qui-Gon Jinn auf Mortis. Ein meiner Meinung nach sehr interessanter Charakter. Er wollte nie der Republik folgen. Er war immer so ein außergewöhnlicher Jedi, sondern wollte immer halt dem Willen der Macht folgen. Die Rolle wurde sehr geil verkörpert von Liam Neeson in Episode 1, die dunkle Bedrohung. Und so ist es natürlich schade, dass ein gewisser Dude ihn einfach abgemurkst hat. Aber wiederum nice ist dann die Szene, die wir in Clone Wars von Qui-Gon sehen. Obi-Wan, hast du getan, worum ich dich bat? Hast du den Jungen ausgebildet? Meister Qui-Gon, was bringt euch hierher? Ich bin hier, weil du hier bist. Nein, ich verstehe nicht. Wo sind wir hier? An einem besonderen Ort, einem Kanal, durch den die gesamte Macht des Universums fließt. Sind wir in Gefahr? Dieser Planet ist sowohl Verstärker als auch Magnet. Drei sind hier, die nach Skywalker suchen. Sie, wie auch ich, halten ihn für den Auserwählten. Ihr habt recht. Die Macht in ihm ist stärker als in jedem anderen Jedi. Ich bildete ihn aus, so gut ich konnte, aber er ist noch immer stur und mit sich nicht im Einklang. Wenn er der Auserwählte ist, dann wird er es hier erkennen. Und wenn nicht? Dann kann die Macht, die er besitzt, an diesem Ort sehr gefährlich für ihn werden. Kommen wir jetzt zu einer der tragischsten Plot-Arcs in Clone Wars, nämlich Fives Tod. Alles begann ja damit, dass Tabs Inhibitor-Chip einfach zu früh aktiviert wurde und er einfach so einen Jedi abgeknallt hat. Mies. Fives wollte der Sache also auf den Grund gehen. Blöderweise hat er nur Palpatine vertraut und der dachte sich prompt, ja, Bruder muss los, Commander Fox muss beauftragt werden, ihn zu töten. Gut, er hat ihm jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, töte ihn einfach so direkt, weil sonst würden sich alle wundern. Aber er hat ihm wahrscheinlich so verklickert, yo, der Bruder ist gefährlich, ey. Und Fox war natürlich ahnungslos und ja, dann ist alles scheiße gelaufen, ne? Fives, schalte den Schild aus! Fives, Bruder, los, holt Hilfe, ein Sanitäter! Rex, Fives, das ist größer als das. Dir vorstellen kannst. Und größer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich wollte nie... Ich wollte nur meine Pflicht tun. Bruder, Fives. Bleib bei mir, Fives. Fives, die Mission, die Albträume, sie sind endlich vorbei.
Bleib bei mir, Fives. Fives, geh nicht. Scheiße gelaufen ist es auch für den Bruder hier. Gut, ich meine, er hat zwar überlebt, aber er war halt kastriert und von Rache zerfressen. Und das nur, weil Obi sich für Qui-Gons Tod gerecht hat und so mussten halt seine Eier dran glauben. Das fand Maul natürlich nicht so geil und durch den Wunsch nach Rache, der ja ziemlich intensiv bei ihm war, wie man sehen konnte, hat er halt überlebt und wurde halb Spinne, halb Sabrak, bis halt Savage Opress, also sein Bruder, ihn gefunden hat. Ganz schön düstere Szene, genauso wie die folgende. Yo, da musst du hin, Yoda, sagte Qui-Gon und meinte natürlich Dagobah. Yoda chillt dann in der Höhle des Bösen, wo er dann Jahre später auch Luke hinschickt. Er sieht dort verschwommene Visionen der dunklen Seite, also zum Beispiel wie Mace Windu von Sidious mit dem Machtblitz gebrutzelt wird. Aber wie schon gesagt, die Visionen sind ja verschwommen und deswegen sieht er natürlich nicht alles. Aber er sieht halt, dass Mace Windu gegrillt wird und so wäre es doch eigentlich ganz nice, wenn er dem Bruder mal Bescheid gegeben hätte. Yo, irgend so ein Typ wird dich richtig ordentlich mit der Macht durchsprutzeln. Hat er, glaube ich, aber nicht gemacht. Vielleicht doch, keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht ja in irgendeinem Comic. Schreibt ihr auch gerne mal, welche Szenen ihr noch so passend findet für so ein Ranking. Dann kann ich ja, wenn ihr Bock habt, noch einen zweiten Teil machen. Lasst diesbezüglich auch gerne Feedback da. Ansonsten Leute, wenn ihr auch mal beim Suchten so richtig ordentlich sparen wollt, ey, dann checkt mal wirklich den MMOGA-Link ab, wo ihr alles im Bereich Gaming enorm reduziert bekommen könnt. Und gleichzeitig beim Sparen supportet ihr auch noch meinen Kanal und das Weiterlaufen der Videos. Penetriert den Abo-Button, checkt meinen Comedy-Kanal unbedingt noch aus. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.